So. Eyachbrücke ist genau, das ist da unten beim Bahnhof. Hier dürfen wir 80, das heißt, da geben wir mal hier mal ein bisschen Stoff. Wollen ja pünktlich bleiben, ne? Wollen ja pünktlich bleiben. Sieh. Wie spät haben wir es denn im Real Life? Ach, 18.50 Uhr schon, hör mal, aber das. Das ist aber, hör mal. Nee, ich fahre selten NG. Könnte auch der Grund sein. Luvanus, du könntest mir doch nochmal in die Kommentare schreiben, warum du dir jetzt gerade diesen Bus gewünscht hast. Würde mich ja mal interessieren. Bist ja auch eher so, du bist ja generell immer ein Verfechter. Aber, warum jetzt gerade den NG272? Würde mich mal interessieren. Ich meine, ich fahre den Bus ja selten. Das könnte einer der Gründe sein. Aber du könntest ja auch, oh, da Straße und so, du könntest ja noch einen anderen Grund haben. Du kannst ja mal, wenn du möchtest, in die Kommentare hauen. Oder du sagst halt einfach, du kannst natürlich auch sagen, ja, weil du einfach ein Arsch bist, deswegen. Was du wahrscheinlich auch sagen wirst, aber, ja, du kannst ja trotzdem mal in die Kombis hauen, warum ich jetzt gerade diesen Bus fahren soll. Würde mich ja interessieren. Ja, jetzt war ja Streik, ne, von der DSW und dann von der Bogestra. War witzig. Schön mit der S-Bahn früher aufstehen, dann mit der S-Bahn nach mit dem Bus nach Bochum, mit der S-Bahn zurück nach Dortmund. Hier könnte ich noch mal gerade überprüfen, ob ich richtig bin. Hindenburgstraße, ne, ich habe nämlich nicht geschaltet. Hier Eyachbrücke. Eyachbrücke. Umsteigestelle zur Stadtbahnlinie F6 Richtung Pforzheim. Nee, wir fahren nicht nach Pforzheim, wir fahren jetzt hoch nach Dobel. So, jetzt geht es los, Leute. Jetzt geht es los. Ich habe mal extra ein bisschen Anlauf genommen. Der hält seine Drehzahl ja gut 40. Kratzt an der 40er Grenze. Und dazu bleibt es halt gut. Ich weiß noch, da ist halt einmal. Ist der Tram Düsseldorfer? Der Tram Düsseldorfer Julian. Nee, ist der Tram Düsseldorfer Julian hier lang gefahren. Und der hat seinen N2 hier hochgequält. Und ich weiß, da hat er dann an diesem Zwischenstück am Dreimarkstein angehalten. Und hat sich dann nach dem Bus gebraten. Also das Getriebe ist da heiß hier laufen. Wie Sau. Das erinnere ich noch sehr gut. Oh, jetzt habe ich einen Hamburger Slang rausgehauen. Da sagst du nämlich, das erinnere ich. Nicht, da erinnere ich mich dran, sondern das erinnere ich. Habe ich tatsächlich auch gesagt, oh, das erinnere ich noch sehr gut. Hoppala. Ja, ist ja nicht schlimm. Gibt ja verschiedene Dialekte. Ja, jeder spricht halt einen anderen. Der Andi spricht Hessisch. Der Josch, der haut immer ein bisschen Schwäbisch rein. Carsten, James und ich sind ja die NRW-Schnauzen. Dann hast du den Hermi, der ist da unser Sachse. Und den ausgeprägtesten Dialekt ist halt wirklich der Bruce Vonnert mit seinem österreichischen Dialekt. Und seinem Sicherheitsabstand. Au, jetzt knabbert er aber. Gucken wir mal hier auf den Tacho. Jetzt gerade kriegt er wieder, aber der hat an der 30er Grenze geknabbert. Die Strecke ist halt nicht schön für ihn. Ich sag euch das. Gleich geht die Zentralsperrungslampe an. Ja, aber ich finde ja so Dialekte generell. Finde ich ja, es gibt ja witzige Dialekte. Und dann gibt es ja welche, wo du dir denkst, hui. Weil dann hast du echt Wörter in den Dialekten. Die sprichst du komplett. Die meinen was komplett anderes als das, wonach sie halt klingen. Beziehungsweise für dann halt dein Dialekt klingt das halt wirklich so. Ja. Ich sag mal, nach falschem Deutsch. Dabei ist es da vollkommen richtig. Und die schreiben es auch richtig hin. Die sagen es nur
anders halt. Ne? Das ist bei Dialekten halt so. Ich weiß, bin gerade überlegen, ob mir da irgendein Beispiel einfällt. Zum Beispiel hessischer Dialekt. Wenn der Andi sagt, gehen wir mal eben dahin. Was er meint ist, gehen wir mal eben. Gehen wir da mal hin. Müssen wir das mal machen. Oh, Flugzeug. Ich hab Flugzeug. Oh. Nee, hab ich nicht, weil mit dem Flugzeug käme ich hier besser hoch. Hab ich denn schon den 3-Mark-Stein gesagt? Aber es gibt halt auch, ich sag mal, schlimmere Konstellationen oder schlimmere Sätze, sag ich mal, die mir aber gerade nicht so einfallen. Ich hab bestimmt schon mal welche gehört. Aber das könnt ihr ja auch mal, boah, hör mal, heute ist Kommi-Aktion schlechthin. Könnt ihr auch mal so Sätze schreiben im Dialekt, wenn ihr einen Dialekt sprecht, was ihr da so sagt, was sich für die ersten erstmal falsch anhört, also für welche, die es nicht kennen. Aber letztendlich halt einfach den Satz im Dialekt und die Bedeutung dahinter. Oder das mal in die Kommis. Dann haben wir mal so eine Beispielsammlung. Ich glaube, ich sammle Verspätung hier. Ein bisschen. Nee, aber die Karte läuft ja flüssig. Deswegen sammle ich auch gerade Verspätung. Weil, wisst ihr, weil die Karte flüssig läuft, hängt voll miteinander zusammen. Mhm. Der Bus kann sich nicht entscheiden. Ich glaube, ein manueller Bus ist hier tatsächlich das Beste. Josh würde jetzt sagen, O407. Wobei Josh immer mal wieder gesagt hat, bei denen fahren da im Real Life Citaros mit einem, jetzt kommt das, OM906 HLA getrieben, ja. Für hier berghoch weiß ich nicht, ob das so witzig ist. Fährt ja heute mittlerweile, glaube ich, die Deutsche Bahn. Ich glaube nicht, dass das so witzig ist, dass man dann da mit so einem 906er hier hoch krampft, sag ich mal. Ich hoffe wirklich, dass das mit der Lautstärke alles passt. Normal müsste das. Ich gucke einfach hier die Stelle nochmal an und dann gucke ich mal rein, ob das passt. Jetzt haben wir eine relativ konstante Lautstärke. Gerade eben war ich noch viel zu laut vor der Aufnahme. Da hat man den Bus halt noch irgendwie, man hat ihn gut gehört, aber ich war halt immer noch wesentlich lauter. Das könnte jetzt von Vorteil sein, weil ich da nämlich nichts mehr dran umgestellt habe und die Lautstärke des Busses ja auch nochmal ein bisschen gestiegen ist. Dann könnte das zusammen zum perfekten Verhältnis werden. Ich weiß, hochprofessionelle Aufnahmetests. Na komm. Der arme Bus hier. Luanus, du quälender Mensch. Wenn ich Schaltwagen gefahren wäre, das nicht so schlimm. Zieh ich eigentlich eine Kette hinter mir her? Nein. Bin komplett allein. Komplett allein. Komm, Bus, du schaffst es. Ich glaube an dich. Komm. Kriegst du hin. Komm. Ich guck gleich mal am 3-Markstein heißt das, glaube ich. Wie viel Tiet wir schon haben. Weil eigentlich ist die Linie, glaube ich, von 4 nach bis 31. Wenn ich nicht alles täusche. Wir sind jetzt hier auch auf dem letzten Drittel, sag ich mal. Aber man verliert natürlich viel Zeit beim Hochfahren. Die wird wahrscheinlich auch in den Fahrplan einberechnet sein. Ja, jetzt hat er gerade so einen Aufschwung. Oh mein Gott, er ist über die 40 km/h drüber. Ganz kurz war er auf der 40. Oder bei der 40.
und sonst so. Denk hier mal so mit einer Hand. Der anderen stütze ich meinen Kopf ab, um zu schlafen. Aha. Aha, der 3-Mark-Stein. Da sind wir doch. Will wahrscheinlich eh keiner rein oder raus. Sie läuft da nur hin und her, jawohl. Motor brennt. Was haben wir denn für eine Temperatur? Das würde mich auch mal interessieren jetzt. Temperatur. Hier. Leute, wir sind an der roten Grenze. Mit der Temperatur. Ja. 1,9 Verspätung, oder? Das geht aber noch. 27 Minütchen haben wir jetzt auf dem Tacho. Würde sagen, dann fahren wir das letzte Stückchen. Fahren wir hier hoch. Werden wahrscheinlich 2 Parts draus, so wie ich mich kenne. Beim letzten Mal wären es ja beinahe 3 Parts geworden. Das ist mir auch erst nach dem beim Schnitt aufgefallen, dass da 42 Minuten ging. Bei einer Linie, die eigentlich 15 Minuten hin und zurück ist, ging ja 42 Minuten. Habe ich kurz überlegt, ja, machst du 3 Parts draus? Hast du... Ja, ne, 3 14 Minuten Parts, das kriegst du ja wohl hin. Machst du das? Und dann habe ich mir so gedacht, nee, machst du 2 Parts. Na, habe ich 2 Parts draus gemacht. Ja, ja, so war das. Hammer, oder? Habe ich jetzt schon weitergeschaltet? Nein, 3 Markstein habe ich nicht. Jetzt ab. Dubel Waldklinik. Aber wir sind doch schon oben jetzt hier, ne? 3 Markstein ist, glaube ich, relativ früh. Dann haben wir die größte Steigung doch hinter uns. Müsste so sein. Jawohl. Jetzt geht's hier auf die Gerade. Jetzt kann ich irgendwann einen Schluck trinken. Wobei, das hätte ich eigentlich gerade die ganze Zeit machen können. Jetzt fange ich erst an, weißt du? Jetzt, wo ich auf der Gerade bin, kann ich trinke ich, obwohl ich das vorher hätte machen sollen. So, Flasche steht wieder sicher. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie blind zuschrauben hier. Darf mir meine Augen nicht von der Straße abwenden. Wald. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wofür ist eigentlich dieser Parkplatz hier? Kann mir das einer erklären? Kann doch der Josch. Der Josch kann mir das doch bestimmt erklären. Oder Leute, die auch aus Dobel kommen. Können wir doch bestimmt erklären, warum da ein Parkplatz ist und wofür der gut ist. Warum ist der da? Haben die Illuminaten was damit zu tun? Was könnte das sein? Niemand weiß es. Aber doch ist es geheimnisvoll. Wir sollten Galileo Mystery darauf ansetzen. So, wir sind wieder innerorts. Wir sind in Dobel. Bei dem Blümchen. So. Wo ist denn die Waldklinik? Die kommt da vorne, oder? Jawohl. Da vorne geht die Waldklinik. Ah, ne. Ich hätte jetzt... ich hätte gerade beinahe... eine Laterne hier mit einem Haltestellenschild verwechselt. Oder beziehungsweise ich habe sie verwechselt, bis ich es gemerkt habe. Mein Fehler. So. Bürgersteig. Der Bürgersteig lässt grüßen. An wie vielen Haltestellen haben wir jetzt eigentlich Fahrgäste aufgesammelt? Am Start, dann haben wir sie rausgeschmissen und dann am Lindenplatz, oder nicht? Ich glaube, sonst haben wir... nicht wirklich Fahrgäste aufgesammelt. Macht aber nichts, wir hatten ja Fahrgäste. Das passt schon. Ach ja, jetzt kommt dieses enge Stück hier, wo man nur, glaube ich, 15 fahren darf oder so. Okay. So. Wir machen mal ganz umweltfreundlich. Wir lassen... Machen. Genau. Gehirnhänger hier. Wir machen den Motor aus und lassen rollen. Sollte passen. Reicht schon. Wir haben jetzt nicht den umweltfreundlichsten Bus hier.
Deswegen machen wir das mal so. Sie sind ja umweltfreundlich. Hier bei der SWK Dobel. Da wird Umweltfreundlichkeit ganz groß geschrieben. Da komm. Das reicht. Jawohl, das reicht. Das ist doch safe. Jawohl, hat doch locker gereicht hier. Und jetzt machen wir gerade mal Needling. So. Und ab mit. So, wir sind. Zwei Minuten, 29 Sekunden zu spät. Gut, dafür, dass wir mit 30 zum Teil hier den Berg hoch gekrepelt sind, ist das vertretbar, würde ich sagen. So, wir haben jetzt Pause. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Luvanus. Ich hoffe, dir hat dein Bus- und Map-Wunsch gefallen. Wenn ich nochmal runterfahren soll, dann schreibt er mir das in die Kommentare. Generell sind Map-Wünsche immer willkommen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Und bis dann, tschüss.